Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, you have received 244 Medals vom Clan War League. Endlich ist das Zeug vorbei, also endlich ist die Liga vorbei, Leute. Und das war gestern Abend mein letzter Account, mit dem ich auch noch einen Angriff machen musste. Die anderen habe ich tagsüber gemacht und wir sind hier ganz klar aufgestiegen. Allerdings wird es in der nächsten Saison nicht einfacher, denn hier haben ganz viele 13er geholfen beim Clan FC Hollywood und deswegen die sind nächstes Mal wieder nicht mit dabei, glaube ich. Die sind nächstes Mal nicht mit dabei und ich lasse meinen Angriff mal so ein bisschen im Hintergrund laufen auf den kleinen Angie hier, also keine Infernos, kein Adler und mit euch übrigens geplant und deswegen wird es in der nächsten Saison dann eher wieder hier einen Abstieg geben, denn dann kämpfen hier oben wieder zwei 13er, ein paar 12er und viele 11er und vielleicht sogar noch ein 10er wieder unten. Na, das ist, ob das so der richtige Weg ist, leider haben wir den Weg im Clan Deutschland Ed ja genauso angetreten, aber ich springe kurz mal durch die Clans durch. Es wurde so ein bisschen angefragt, so Liga-Fazit, da wo ich so ein bisschen rumgeeiert bin, beziehungsweise ich habe auch mit zwei Accounts ja gar nicht gespielt, nämlich mit dem Chief Barfuß und mit dem Chefkoch, also mit dem 10er und mit dem 11er. Denn die waren zwar hier mit geplant, aber ich glaube, der Chief ist noch einmal zum Einsatz gekommen hier, aber danach nicht wieder. Und da gab es dann halt jetzt nur die normalen Medaillen, die man dann bekommt, weil man mitgenommen wurde. Aber ich denke mal, durch die vielen Siege hier hat sich das in jedem Fall gelohnt, dass man auch einfach nur gemeldet ist und trotzdem nicht spielt. So ein paar Medals oder ein paar Medaillen bleiben dabei ja immer über. So, ich stelle euch das mal ein bisschen schneller hier. Also ein Hybrid auf Rathaus 11 war ja auch mal eine Taktikfrage. Also Hybrid auf Rathaus 11 geht im Moment sehr, sehr gut. Ich will nicht sagen, dass man damit so ziemlich fast jede Base nackt, aber ein Hybrid gerade mit Queen Charge ist sehr, sehr stark. Kaserne und Hox mit dabei. Ihr habt gesehen, bin genau in den Ecken gestartet, weil gestern die Zuschauer gesagt haben, du musst genau bei 6 Uhr starten und genau bei 3 Uhr die Kaserne. Und ich habe es auch exakt so gemacht. Also hier im Clan Hollywood sind wir aufgestiegen. Und das kommt natürlich jetzt jedes Mal hier. Kleiner Aufreger. Und damit haben wir hier 7 Siege eingefahren. Wir gehen mal auf den nächsten Account. Das ist dann, glaube ich, der Thorsten. Und hier kann ich euch gar nichts mehr zeigen, denn ich habe gar keinen. Ich hab niemanden mehr in dem Clan. Was natürlich ein bisschen doof ist oder ein bisschen dusselig ist, habe ich niemanden mehr im Clan drin, wo ich eigentlich gespielt habe. Aber auch hier habe ich ja in den Spieltagen beim Clan, welcher war es nochmal, Spätze CWL, ja, bei Spätze CWL gespielt. Also wir sind Fünfter geworden. Kann man das eigentlich sehen? Ja, man kann es, glaube ich, sehen. War League, da seht ihr es, Januar-Saison, fünfter Platz. Wir haben also die Liga gehalten. Das war auf jeden Fall Ziel. Ziel war nicht Aufstieg, Ziel war nicht Abstieg, Ziel war Liga halten. Das haben wir hiermit super erreicht, würde ich sagen. Und dementsprechend können wir jetzt die nächsten Ligen auch wieder planen. Denn im Clan Spätzle, ich glaube, jetzt muss ich mal gucken, Clans, My Clan, Clans, Bookmark. So, im Clan Spätzle 2, Tatsache, da sind wir aufgestiegen. Da sieht man jetzt das Log nicht. Da sind wir aber aufgestiegen von Champ 3 zu Champ 2. Im Clan Spätzle mit Soos, wo ich ja jetzt rumeier, spielen wir oder haben wir die Liga ja nicht gespielt. Das habt ihr ja auch gesehen bzw. mitbekommen. Ich denke mal, für C1 musste dann auch schon 15 fitte Leute haben. Und die haben wir, gar keine Frage. Wir müssen sie nur finden. Aber es haben sich wieder alle so ziemlich hier eingefunden, 35. Wenn ihr euch bewerben wollt über Discord, kommt hier rein, Only Rathaus 13, glaube ich, steht hier oben immer noch drin. Und ja, Required Town Hall ist Level 13, aber nicht nur ein 13er Rathaus, sondern auch 13er angepasste Helden. Okay, so, dann springen wir weiter auf den Clan, im Clan Deutschland Ed, da muss ich mal gucken. Oder habe ich keinen mehr, glaube ich. Ich glaube, ich habe keinen mehr im Clan Deutschland Ed. Dafür habe ich jemanden bei Free-to-Play, der kann da auch reingucken, das ist die Lela. Dafür habe ich jemanden bei Free-to-Play. Ich gucke mal eben Clan Bookmarks, DE-Ad. Ja, bei DE-Ad ist ganz klar Abstieg. Letzter Platz hier, Kristallliga 1 mit 166 Sternen. Das ist auch wirklich, wirklich ultra, ultra mau. Und aber
mal sehen, die nächste Liga, wenn wir die dann wieder da so spielen. Wir haben eine 15er Liga dort gespielt und keine 30er wie davor. Davor haben wir eine 30er gespielt, auch genau wie beim FC Hollywood, nämlich mit unseren 13ern aus den Herausforderern. Und da war es dann genau so, dass wir aufgestiegen sind nach Kristall 1 und jetzt sind wir abgestiegen und spielen die nächste Liga wieder in Kristall 2. Das können wir dann auch wieder machen. Ich glaube, mit 10ern brauchen wir jetzt auch nicht mehr antreten. Die müssen wir irgendwie anders dann organisieren, dass wir da auch nur 11, 12, 13 spielen. Alles andere funktioniert dort nicht. Hier beim Clan Free-to-Play kann ich euch das auch nicht mehr zeigen. Wir sind schon wieder, ja, wir spielen hier Dauer-CK. Aber wir spielen hier auch noch was anderes. Da komme ich auch morgen mal kurz zu. Und hier sind wir geworden, lass mal gerade gucken, Warlock, ja, Liga halten, ne? Trotz der vielen 13er, 12er, 11er, die wir da so immer zu Hit-Uppen hatten, sind wir noch echt super Vierter geworden. Hier können wir super mit zufrieden sein, selbst wenn so ein, zwei nicht angegriffen haben und ich auch jemanden hier dann tatsächlich am Ende rauswerfen musste, weil dann gar nicht mehr angegriffen wurde. Ist aber nicht so schlimm, haben wir trotzdem gut gehalten und passt so, passt von den Medaillen. Gold 1 ist genau unsere Liga, wo wir uns tummeln. Also Aufstieg wäre nicht gut gewesen für uns. Also auch hier Liga halten in jedem Fall. Und haben aber alle schön mitgekämpft. 94 Nachrichten schon wieder. Aber im Moment ist eher wenig los. Und ich glaube, Kachenspender haben wir hier im Moment noch gar nicht. Ich werde den heutigen Tag mal ganz, ganz locker angehen. Hier mit den Accounts vor allen Dingen. Muss jetzt mal schauen. Viele machen natürlich wieder Helden. Also gerade nach der Liga kann man, ja, meistens hat man das Dunkle ein bisschen gehortet, wenn man ein bisschen gefarmt hat. Und also nicht wie ich hier. Ich hab hier nur morgen gefarmt mit diesem Account. Ich habe kein Dunkles gefarmt. Muss noch ein bisschen King machen, muss noch ein bisschen Queen machen. Und dann ist der hier auch durch. Aber die Liga war absolut in Ordnung hier beim Clan Free-to-Play. Da gibt es eigentlich nichts zu meckern. Auch was so die kleinen Taktiken und Absprachen anging. Später hat das Hit-Up sogar gut funktioniert. Also viele haben denn doch immer einen stärkeren angegriffen, um dort Minimum 2 Sterne rauszuholen. Das fand ich sehr, sehr gut. Und also es entwickelt sich so eine kleine Eigendynamik, weil viele Leute sind hier jetzt auch schon wirklich sehr, sehr lange drin und wissen eigentlich so ein bisschen, wo der Hase langläuft. Kommen wir mal zum Drama-Clan. Der Drama-Clan kriegt gerade einen Angriff. Okay, oh, da lattet mich einer ab hier. 3,9 hat er schon an Dunklen. Och nö, jetzt nicht ausgerechnet mein Dunkles. Hier beim Avatar ist auch witzig. Ne? Kommst rein in eine Aufnahme und dann erwischt es dich gleich. Aber Rathaus hat er nicht bekommen, 74%. Womit? Mit Luft. Jo, da geht es auch sehr, sehr einfach, kleine Helden. Naja, es sei ihm gegönnt. Es sei ihm gegönnt, und aber hier bei den Herausforderern, muss jetzt mal gerade gucken, wieso habe ich hier 2 Nachrichten? Ah, okay, ich bin gekickt worden, das war noch vom Stream. Und ich habe ziemlich viel letzte Woche gestreamt, Leute. Viel, zu viel, hätte ich mal fast gesagt. Ich war nämlich in der Liga Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag tätig, Freitag auch noch. Samstag hatte ich da mal streamfrei, so ein bisschen. Und dann habe ich aber gestern auch wieder gestreamt. Heute Abend haben wir auch wieder was. Wenn auch etwas später, fange aber trotzdem so gegen 9 an. Viertel vor 10 geht es dann los mit GML. Lasst euch da einfach überraschen, was da kommt. Oder guckt in die Infobox auf den Twitch-Kanal. Einfach verfolgen, kostet nichts. Und Glocke stellen, dann verpasst ihr auch da keine Streams mehr. Okay. Ja, wir sind hier auch schon wieder im Clankrieg, aber hier hat sich eigentlich Abenteuerliches abgespielt. Leider kann ich es euch nicht mehr zeigen. Das ist ein bisschen sehr, sehr ärgerlich, denn wir sind hier auch abgestiegen. Wir sind ja auch abgestiegen. Eben ins Warlock gucken, ja, mit 8. Platz eigentlich hätte, wären wir 6. geworden. Das Problem waren die letzten beiden Clankriege, die wir geführt haben, gegen vermeintlich stärkere Gegner. Die haben aber gefehlt ohne Ende. Und wir haben aber noch mehr gefehlt ohne Ende, denn wir haben etliche Angriffe nicht gemacht. Und ich würde sogar sagen, es waren 4 oder 5 oder 6 Angriffe, die nicht gemacht wurden in den beiden CKs. Und damit haben uns hier am Ende 20, 30 Sterne gefehlt und beziehungsweise Punkte gefehlt. Nämlich für die Siege bekommst du ja auch nochmal 10 Punkte dazu und oder 10 Sterne dazu. Und die haben uns am Ende gefehlt, sodass wir doch 8. geworden sind. Wir wären hier 6. geworden, ganz, ganz sicher. Aber
Der ein oder andere hat dann Angriffe verpennt und einer hat auch noch gar nichts gesagt, dass er mal nicht, warum er nicht angegriffen hat, hat am nächsten Tag dann gleich angegriffen. Natürlich war ich da auch ein bisschen aufgestoßen, dass ich vielleicht gemerkt habe, dass der ein oder andere schon keinen Bock mehr hatte anzugreifen. Weißt du, so ich setze einfach alle Truppen und dann gehen die irgendwie in die Base rein. Also so ein bisschen so ligaträge geworden. Wir verlieren ja sowieso, so nach dem Motto. Aber nein, wir hätten die letzten beiden eigentlich gewinnen können. Naja, so starten wir jetzt in Meisterliga 2. Das nächste Mal in die Liga. Und aber mit Only Rathaus 13 hat das hier funktioniert, muss man sagen. Und ich kann mir vorstellen, dass wir nächstes Mal auch wieder so starten mit 13ern hier, beziehungsweise doch Only Rathaus 13. Oder aber wir müssen hier noch ein bisschen mehr werden. Für eine 30er wird es nicht reichen, Leute, in Meister 2. Das können wir knicken, glaube ich. Ich denke mal, der Zulauf ist im Moment nicht ganz so groß. Komme ich aber die nächsten Tage mal zu. Ich will mal eben so ein bisschen Bodentruppen anfordern. Und dann machen wir hier immerhin noch einen Angriff. Ah, das ist noch von gestern hier. Das ist noch alles von gestern. Denn ich habe gestern hier ein wenig noch farmen wollen mit dem Account, denn ich muss hier ein bisschen dunkel scheffeln, aber kurzer Cut, dass ich mir gerade ein paar Truppen gebe und dann machen wir wenigstens noch hier einen Angriff. Okay, da haben wir unsere Truppen bekommen und ich bin gerade ein bisschen außer Atem. Dann können wir wieder weiter reinhauen. Okay, ja, ich wollte hier ein bisschen mit Kobolden die nächsten zwei Tage wenigstens noch wieder farmen, denn ich brauche hier dringend das Dunkle für den nächsten Helden oder beziehungsweise für den Royal Champion. Ich habe natürlich jetzt auch einen Hammer hier mir wieder leisten können und ich habe sogar ein Heldenbuch. Also zwei Level könnte er gehen, aber den Hammer nehme ich ja immer nur bei den Fünfer-Schritten. Ja, bei den Fünfer-Schritten. Also mein Royal Champion ist ja 16, das heißt, ich nehme den Hammer maximal, wenn er 20 wird. Okay, wir gehen hier mal rein. Was habe ich denn eigentlich dabei? Huhuhu, okay. Ich nehme mal meine Karre hier. Obwohl da nichts drin ist, ne? Obwohl ein bisschen ist ja in der Karre drin. Aber wir brauchen das Dunkle hier. Müssen wir hier ein bisschen rumfunneln, würde ich mal so sagen. Müssen wir ein bisschen rumfunneln. 1, 2, 3, 4, 5. Mauerbrecher. Ah ja, Mauerbrecher habe ich jetzt keine mehr. Okay. Ich habe jetzt keine Mauerbrecher mehr. Da muss ich dran denken, eben mal, dass die beiden Lager hier wegmachen und das Lager kann mir der King machen hier. Das kann mir der King machen und ich habe Hybrid am Start, okay. Uiuiui, Tote hat Hybrid am Start. Was ballert er gerade so hart auf meine Queen? Ah, da ist der Päcker jetzt schon raus. Ich hatte Päcker und Riesen drin, aber hier nochmal gezogen und dann können die hier jetzt über das Lager gehen. Und meine Hawks hier mit hinterher. Oh, die ziehen. Oh, die ziehen gleich den. Die ziehen gleich den Warden an. Das ist nicht so gut. Die ziehen sofort den Warden an hier. Ist hier noch irgendwo ein Held? Ist hier noch irgendwo ein Held? Ich glaube, ich kann erstmal hier reingehen. Und ich weiß gar nicht. Ah, ne, hier ist kein Held mehr in der Base, ne? Hier ist im Moment kein Held mehr in der Base. So dass wir hier nochmal, denke ich mal, friesen können. War der Fries in Ordnung? Oh, der Fries war gut. Oh, der Fries war sehr, sehr gut, Leute. Ah doch, da ist noch ein Held, sehe ich jetzt gerade. So, eben mal abgelenkt den Helden. Und hier hinten ist aber, oh, da ist, oh, doch, ich habe noch, oh, schade, der letzte Heil war nicht gut. Der letzte Heilzauber war nicht gut, denn da war, glaube ich, nur noch ein Miner jetzt gerade drin. Mist, und mein Giftzauber hätte ich auch mal nehmen können, ne? Für den letzten Champion dort. Ein Champion ist noch da, der ballert jetzt auf meine Queen und die geht auch down. Jetzt wird nicht der König hochgehalten, oder? Der gehörte hier. Immer noch schön der Winterking. Ich hoffe, ihr habt euch auch mal wieder den Pass gegönnt. Wenn nicht, zum Monatsende gibt es wieder so den einen oder anderen Pass bei mir zu gewinnen, beziehungsweise zu verlosen in den Livestreams. Das wird jetzt nicht zur Ewig-Veranstaltung, aber ich denke mal so zum Monatsanfang kann man immer mal so ein, zwei Pässe raushauen, damit ihr dann auch mal in das Passspiel Vergnügen reinkommt. Und, 1000 hat er noch, okay. Haben wir also nicht alles bekommen. Ich kann nicht vorspulen, Leute, ist ein Live-Angriff. Da geht leider kein Vorspulen. Und der King, 33 Sekunden, mal gucken, mit seinen kleinen Gefährten hier. Kriegt er die Mauer noch auf? Mal sehen.
65, den müssen wir auch noch leveln, Leute. 5 Level, ja, wird auch heftig. Okay, nur, achso, da ist der Bogenschützenturm auch noch drauf, sehe ich jetzt gerade. Deswegen geht mein King jetzt down. Ah, shit, mein King geht down, okay. Die Kleinen werden noch geheilt, aber mein letzter Heiler fällt jetzt auch, alles klar. Okay, naja, haben wir noch ein bisschen geclasht und Only Kobolder hieß es hier. Also wir bilden jetzt nur erstmal Only Kobolder aus, machen nur mal ein paar, ich glaube, die nehmen wir mit. Machen noch ein paar von denen. Ja, ich habe hier wieder zu viel, alles klar. Ja, Gift nehme ich immer ganz gerne mit, vielleicht muss man doch irgendwas giften. Okay, war ein kurzer Liga-Rückblick, Leute, und sollte einfach so ein bisschen so zum Wochenstart ein bisschen Clash bringen. Also bleibt nach wie vor am Kanal bei und abonnieren nicht vergessen, das Video gerne liken und mir von euren Leidensgeschichten gerne in den Kommentaren berichten. Also gewonnen, verloren, vielleicht doofe Liga etc. Ich lasse einfach alles mal zu und dann mache ich mich jetzt mal auf und lerne unsere neuen Corona-Schutzvorkehrungen. Ab dem 11. Januar gibt es da irgendwie neue Vorkehrungen bzw. neue Sachen, die man da so macht. Die muss ich erstmal jetzt lernen, weil ich verstehe sie noch nicht so richtig. Ich will jetzt nicht die Lücken finden, aber ihr wisst, was ich von den ganzen Sachen mittlerweile auch halte. Wenn ihr das nicht wisst, dann besucht mich einfach in den Livestreams. Dort diskutieren wir immer rege über einige Sachen und vor allen Dingen sind auch mal Zuschauer dazu geschaltet, die jetzt nicht unbedingt in Deutschland wohnen, also Schweiz, Österreich, Amerika, und dann hört man auch von da mal tatsächlich die Stimmen der Bürger. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann liken, Daumen nach oben da lassen, Abo und so weiter. Wir sehen uns dann. Ich wünsche euch einen schönen Wochenstart. Bleibt gesund, Leute. Bis dahin, euer Toto. Echt.